Yo ho, ihr ollen Freibeuter, da ist er wieder, euer Holder mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, was liegt heute an? Season 4 der gewerteten Gefechte ist in vollem Gange und dieses Mal ist es mein erklärtes Ziel, den Jolly Roger zu erreichen. Wollte ich schon immer haben die Flagge, hab bisher allerdings immer wieder entnervt aufgegeben, aber dieses Mal werde ich, egal wie es kommt, hier den Rang 1 erreichen. Ja. Wo sind wir gelandet? Wir sind auf Ozean gelandet und wir sind mit unserer Nagato unterwegs, der Nagato und dem Tier 7 Schlachtschiff der kaiserlich-japanischen Marine. Ein sehr hübscher Kahn, würde ich mal sagen, ordentlich 410 mm Geschosse, kann das Ding verballern, da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Hat auch ordentlich Platten, ist nicht ganz so langsam und ja, was soll ich sagen, Colorado meiner Meinung nach nicht ganz so gut, obwohl sie ein Tick besser in der Panzerung ist, aber was soll's. Ja, nach Plan gefragt, CB ist der Plan, dann kurven wir hier einfach mal los und schauen mal, ob wir hier ein paar ordentliche Schellen austeilen können. Ja, mein Gott, ansonsten gewertete Gefechte, bis jetzt läuft's ganz gut, hab ja doch, sag ich mal, immer viel Glück gehabt. Ein Zerstörer hat jeweils jedes Team einen Flugzeugträger, auf der Gegenseite ist eine Saipan unterwegs und wir haben eine Hiryu. Ansonsten ist das hier relativ ausgeglichen, wobei ich hier die japanischen Kreuzer für etwas besser halte wie die Pensacola und die Cleveland. Naja, was soll's. Die Cleveland gibt mir hier auf jeden Fall erstmal A-Schutz, hat sie geschrieben. Bedanke ich mich recht artig dafür. Und dann kurven wir hier erstmal geradeaus auf die Lücke zwischen B und C. Ja, da hinten ging die Mutsuki auf. Das heißt, die ist auf der ganz anderen Kartenseite. 17,9 Kilometer, viel, viel zu weit entfernt. Aber was soll's, vielleicht kann man sie ja wenigstens erschrecken. Naja, nicht mal das haben wir geschafft, denke ich mal. Aber was soll's, weiter im Text. So, unsere Mähen geht jetzt auch auf C rein, das ist sehr schön. Die ersten feindlichen Jägerverbände tauchen auf. Die Hiryu ist im Fighter-Setup unterwegs. Das heißt, sie hat hier drei Jägerstaffeln und eine Bomberstaffel mit dabei. Allerdings hat die Bomberstaffel 7 Flugzeuge. Das ist dann doch schon ganz schön heftig. Damit kann sie dann doch übel austeilen. Und vor allen Dingen kann sie unserem Flugzeugträger hier schwer zu schaffen machen. Obwohl er das zum Anfang doch etwas verneint hat. Er meint, es wäre recht leicht mit der Hiryu fertig zu werden. Aber wie gesagt, wenn sie im Jäger-Setup unterwegs ist, macht er hier ihr schon ganz schön das Leben schwer. Da kommen schon die ersten Bomber. Die gehen allerdings auf die Mähen, um das Cappen zu verhindern. Unser Team steht hier schön dicht beieinander. So stelle ich mir das vor, so soll das sein. Und trifft er sie? Jawohl, er trifft die Mähen. Das habt ihr oben gesehen, weil ja, es wurde gedecapped. Das ist nicht so schön. So, drüben Nagato, mein feindliches Gegenstück. Werden wir mal eine Salbe absetzen und hoffen, dass da ordentlich was reinklingelt. Ja, sie hat die Salbe daneben gesetzt, aber ich glaube, die dreht da auch aus. Das wird nichts, das wird nichts. Gut. Ja, der Gegner fährt praktischerweise ja, im Uhrzeigersinn um uns rum, so wie es aussieht. Fuso, euer PH Guru. Ja, da ist eine Ayoba. 14,3 Kilometer, ist noch nicht ganz Kernschussdistanz, ist doch relativ wendig das Teil. Aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht klappt es ja. Die Cleveland neben mir hier liegt schon hart unter Feuer. Und. Tolle Sache. Das war mal nichts. Der Gute hat eine Deckswäsche verpasst gekriegt, aber das war auch schon alles. So, Miyoko 15 Kilometer, Haguro 14,6 Kilometer. Ne, ARP Miyoko, der Blümchenbomber, Fleurop Kreuzer, das Fashionschiff. Nein, stopp, Mutsuki, viel, viel wichtiger auf 8,7 Kilometer. Da können auch wir treffen und setzen die Salve ab und naja, zumindest ein Overpan-Hit konnten wir machen. Jetzt kommen allerdings die Trupps der Mutsuki rein und da kriege ich auch schon Hartfeuer von der Nagato, dürfte das, ne, von der Ayoba war das. Jetzt muss ich hier längs zu den Trupps drehen, alles halb so wild. Na, jetzt geht's hier aber richtig ab, jetzt prasselt hier der Schaden rein. Naja. Wie gesagt, momentan ein Treffer mit 1250 Damage ist nicht so ideal. Da muss doch mehr zu machen sein.
Oje, oje, oje. Jetzt ist ja ganz schöne Prügelei angesagt. 1200 wieder ein Overpen Hit. 2250 haben wir bis jetzt auf der Uhr stehen. Das ist nicht toll. Nochmal der Mazuki hinterhergeballert hier. Mann, 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 Mann. Irgendwie habe ich heute zu wenig Zielwasser getrunken oder so. Unsere Mähen ist da verdammt nah dran an der Ayoba. Das wird sie wohl das Leben kosten, oder? Kommt sie da nochmal weg? 651 Platten und brennt sehr, sehr, sehr schlecht. Oh, noch ein Overpen-Hit. Ja, und da hat es unsere Mähen zerrissen. Wir sind zerstörerlos. Der Gegner nimmt gerade Cap B ein mit der Ayoba. Allerdings nicht, wenn ich es verhindern kann. Los, gib ihm Saures. Na toll, eine Cap-Verteidigung ohne Damage zu machen. Naja, ist auch ein bisschen ein ungünstiger Winkel, aber was soll's. Wir müssen einfach nur verhindern, dass der hier das Cap einnimmt, sonst rennt uns der Gegner hier zu weit davon. Der führt ja immerhin schon mit 140 Punkten hier. Ja, das war schon mal ein besserer Treffer. Das war, zumindest habe ich ihm ein Geschütz weggenommen und 2250 Schaden gemacht. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es wäre mir natürlich lieber, das Ding würde jetzt endlich hier raus sein. Die Salve kommt recht vernünftig. Jawohl, da hat es geklappt. Kill Nummer 1 auf der Uhr. Cap wurde verteidigt. Zumindest konnten sie es nicht einnehmen. Und ja, jetzt machen wir uns natürlich auf den Weg. Auf welches Ziel? Auf welches Ziel? Auf die Fuso? Nö, nö, ach nee, Dark Wolf. Die Nagato, das habe ich auch vor. Da haben wir schon mal hingeaimt. Können wir zumindest schon mal eine Batterie absetzen hier und trifft die was. Toll, 2250, zwei Overpen-Hits, nächste Batterie abgesetzt, die kommt etwas günstiger rein. Naja, 6600 Schaden, nicht schlecht die ganze Angelegenheit. So, bisschen die blöde Situation, weil wir uns jetzt zwischen zwei Teilen der feindlichen Flotte befinden. Eine rechts, eine links, üble Sache das. Torpedos kommen da auch rein, müssen wir ein bisschen nach oben drehen. Komme ich da vorbei? Nochmal schauen. Ja, müsste ich durchkommen. So, jetzt wieder auf die Nagato eingeebnet. Mein Gott, jetzt ist hier richtig Action, Leute. So, Nagato, Nagato, triff, 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 triff. Naja, 5418 Damage und ein Geschützausfall, zumindest in temporären, konnten wir ja da erstmal verpassen. Mutsugi ist 8,7 Kilometer entfernt, da sollte ich erstmal Ruhe haben, aber von oben läuft eine ARP Miyoko rein. Gefällt mir nicht, aber erstmal müssen wir hier mit der Nagato fertig werden. Wenn die dann weg ist, dann sieht die ganze Sache schon viel, viel freundlicher aus. Oh, da kommen schon wieder Torps, Torps, schnell schießen und dann schauen, wo kommen sie her? Von hinten müsste ich aber vorbeikommen. Jawohl, Kill Nummer 2 auf der Uhr. Allerdings brenne ich jetzt von den Bombern, die mir da ordentlich einen mitgegeben haben. Und da kommen auch schon wieder Torps rein von der Seite, von der Mutsugi. Vor mir ist die ARP Miyoko, aber hier spielt die Fuso für mich Kugelfang. Sehr, sehr schön und schafft mir hier einen Korridor, wo ich mit meinem edlen Körper durch die Torps durchkomme. Selbst ihr Frag verhindert noch einen weiteren Torp, der auf mich zulief. Na, die Geschütze drehen hier verdammt langsam. Da kommt die Torps der Miyoko auf mich zu. Oh je, jetzt ist hier richtig Action. Jetzt werden sie hier bedient. Aber an den Torps bin ich raus. Och, was war das denn? Toll, zwei Overpen-Hits auf die Entfernung. Mann, 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 hier ist was los. Sekundärbatterien feuern hier frisch, fröhlich vor sich hin. Die Miyoko will reindrehen, um mir die zweite Seite Torps reinzudrücken, schätze ich mal. Kommt schon, Geschütze, kommt schon. Ladet nach, ladet nach. Aber, jetzt habe ich mich zu schnell gedreht und die Geschütze wandern aus. Aus dem Fadenkreuz wieder zurück. Komm, schieß. Ah, ja. Die Sekundäre hat's gerichtet. Und die Sekundäre hat's ein zweites Mal gerichtet. Und wir haben den Doppelschlag bekommen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das war die Mutsugi. Und jetzt sieht's auf einmal ganz, ganz anders aus. Wir führen und es sind nur noch zwei feindliche Schiffe übrig. Puh. Erstmal den Schweiß abwischen hier. Schweißperlen so groß wie Taubeneier auf der Stirn. Da kommen schon die nächsten Torps. Das sind die letzte Hinterbliebenschaft der Mutsugi. Da muss ich auch leider einen mitnehmen, aber die Reparatur ist ja zum Glück bereit gewesen. Und das können wir sofort
ändern hier die ganze Sache. So, Fuso. Oh, der sieht aber noch sehr, sehr voll aus. Da ist noch genügend Fleisch und Knochen, das wir abnagen können. Mann, 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 Mann. Die Pensacola ist da dran. Jawohl, Zitadellentreffer. Sehr, sehr schön. Der erste übrigens in diesem Match. Ja, so gut habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Habe auch erst 64.000 Damage auf der Uhr. Das ist nicht so doll. Aber da gab es den nächsten Zitadellentreffer für die Fuso. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das Cap haben wir auch eingenommen. Da kommen die Bomber schon wieder von der Seite her. Die Flak rattert los wie wild. Und jetzt nochmal auf die Fuso abgesetzt hier. Die will mich von hinten anfliegen, verdammte Kiste. Ah, drehen, 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 drehen. Aber da erwischt er mich ziemlich hart und macht mir auch noch zwei Brände. Das ist nicht so schön. Aber jetzt fliegt er erstmal wieder weg. Und wir können jetzt auf die Fuso weiterarbeiten hier. Läuft in einem bisschen ungünstigen Winkel. Hier werde ich nicht allzu viel Damage machen. Ihr seht, drei Treffer, 1260 Damage. Üble Sache das. So läuft das nicht. Allerdings brennt sie. Und da schicken wir mal die nächste Salve hinterher und hoffen mal, dass die ein bisschen besser sitzt. Noch 4185 und ein Geschützausfall. So lobe ich mir das. Brennen, tut sie noch brennen, tut sie noch brennen. Wo kommen die Bomber? Nee, nee, nichts. Ja, sie brennt noch. Sehr schön, verliert kontinuierlich Lebenspunkte. Ja, Ranked Battles sind sehr, sehr anstrengend. Ich kann euch auch nur raten, jede Menge Flaggen da drauf zu machen. Reichweite der Sekundärbatterie, bla bla bla. Schnelleres Löschen eines Brandes. Packt euch Premium-Verbrauchsgüter ein, damit ihr hier einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Schiffen habt. Oh je, da hat sie mich hart getroffen. Vier Platten haben wir nicht mehr. Gerade nochmal 1000, 10.000. Allerdings hat die Fuso auch nicht viel mehr. Die Flak rattert hier ununterbrochen. Naja, schauen wir mal, was dabei hier noch so rumkommt. Ah, da drüben ist die Saipan. Die nehme ich mir dann gleich vor. Jetzt werde ich allerdings nochmal auf die Fuso absetzen und hoffen, dass ich die hier rausnehmen kann. Und unsere Pensacola ist auch schon verdammt angeschlagen. Ach, was war das denn? Wieder kein vernünftiger Treffer auf die Fuso. Aber die brennt schon wieder. Sehr schön. Toll, Treffer ohne Damage. Da kommen die Bomber schon wieder. Die wollen natürlich zu mir. So, das heißt, jetzt kümmere ich mich zuerst um meinen Freund, den Rattencontainer, genannt Saipan. Weil das Scheißding muss weg, sonst schickt er mir hier ständig Bomber rüber. So. Oh, da kommen sie geflogen, da kommen sie geflogen, da kommen sie geflogen. Verdammte Kiste. So, Saipan. Naja. 5000 Schaden. Und die Großkalibermedaille haben wir gekriegt. Sehr schön, das wäre dann Auszeichnung Nummer 4, da wir ja Nahkampfexperte zweimal bekommen haben. Kill Fuso Nagato. Nee, ich kill zuerst den Flugzeugträger. Nicht weil ich killweil bin, sondern weil ich die Flugzeuge endlich loswerden will. Und da hat er mir wieder die Bombe aufs Dach gehauen hier. Plus ein Brand. So, komm. NC-Datellentreffer und weg ist das Ding. Verdammte Kiste, der will nicht sterben. Oh Mann, 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 Mann. Mittlerweile ist unsere Pensacola leider zerstört worden. Ich werde mich trotzdem weiter um den Rattencontainer hier kümmern. Die Nase lasse ich auf die Fuso ausgerichtet. Was heißt Nase? Den Bug meine ich natürlich. So, weiter geht's. Sorry fürs Telefon, kommt halt mal vor. Hab schnell mal abgelegt. So, weiter geht's im Text hier. Der will einfach nicht sterben. Der weigert sich vehement. Das kann doch nicht wahr sein. So. 10.000 Platten hat er noch. Das Telefon will auch nicht, dass ich gewinne hier. Aber jetzt wird es langsam besser. Komm schon, Saipan. Du hast nur noch 10.000 Platten. Stirb doch endlich. Anvisieren. Und das wird wohl, denke ich mal, jetzt passen. Jetzt läuft er in einem sehr guten Winkel. Ich hätte natürlich auch schon lange auf HE umladen können. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Da kommen die Bomber schon wieder. Ja, hätte ich mal auf HE umgeschalten, aber nun ist es eh zu spät. Na, es ist immer noch auf die Fuso ausgerichtet. Das heißt, ich habe da wahrscheinlich ein bisschen Glück. Ja, jetzt haut ja mir hier drei Brände und maximal Damage rein hier.
Das ist übel, aber wie gesagt, Reparaturteam ist gerade wieder nach aus der Kantine wiedergekommen. Und so konnte ich den Brand und den Steuerschaden sofort beheben und versenke die Saipan, hol mir hier den Kragen. Jetzt Bug auf die Fuso, jetzt hat sie natürlich einen erheblichen Plattenvorteil hier. Das könnte direkt nochmal knapp werden. Die heilt sich hier doch extrem hoch. Bye bye, na gerade schreibt hier die Pensacola. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Schön durchtauchen und die harte Panzerung in den Geschosshagel reingehalten. Und jetzt habe ich nachgeladen, Fuso. Jetzt bin ich dran. Na toll, 5000. Und da hat sie noch 9000. Und die Salbe sitzt mit Zitadellentreffer und raus war das Ding. Jawohl, wir haben Rang 10 erreicht und haben natürlich auch die Flagge für die First League bekommen. Sehr geile Sache da. So, was ist gelaufen? Ja, Großkaliber haben wir gekriegt. Den Kragen haben wir freigelassen. Dreadnought haben wir bekommen. Zweimal Nahkampfexperte haben wir bekommen. Und dann haben wir auch noch den Doppelschlag bekommen. Wir haben ein Cap erobert, 7-mal das Cap verteidigt, 3 Zitadellentreffer, 6 von 7 Schiffen versenkt, 3 Criticals, 24 Flugzeuge abgeschossen und das alles mit 65 Treffern für 130.000 Schaden. Ja, Teamwertung, keine Frage, das bringt mich nach oben und zwar mit 1400 Vorsprung vom zweiten, 1400 EP Vorsprung, Wahnsinn, was für ein Gefecht, sah erst gar nicht so gut aus, aber hat sich dann doch gelohnt. Im ausführlichen Bericht sehen wir nochmal alles, was ich beschossen habe, habe ich auch definitiv versenkt. Sehr schöne Sache. 115.000, 15.000 hat die Sekundärbatterie gemacht, ja, die Flaggen haben sich definitiv gelohnt. So, übrig geblieben sind 728.000 Credits, das ist spitze, und 4.443 EP. Ja, das war ja wirklich mal eine geile Nummer, geiler Sieg in den Ranked Battles. Ich hoffe mal, dass ich schaffe, diesmal Rang 1 zu erreichen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf HODA TV und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.